Mal schauen. Die Briefkästen. Natürlich erstmal alles durchgucken. Es ist zu dunkel hier. Die meisten Namen kann ich nicht entziffern. Barboras Briefkasten scheint nicht dabei zu sein. Okay, vielleicht hier. Die Briefkästen der Mieter. Schauen wir mal. Hier, ich habe ihn gefunden. Barbora Kanska, Apartment 17, 5. Stock. Alrighty then. Nummer 17. Hier wohnt Barbora. Zufällig gleich die richtige Tür. Innen ist das Licht ausgegangen. Es muss jemand in der Wohnung sein. Seltsam. Ja, sehr seltsam sogar. Niemand antwortet. Seltsam. Ich könnte schwören, das Licht brannte. Mal schauen. Wo war Nummer 12? Nummer 14. Václav Richter. Ach nee, danke. Ach, mit dem Feuerlöscher vielleicht die Tür einrammen? Nur bei Feuer einzusetzen. Das ist ein Notfall, Junge. Ich habe das ungute Gefühl, dass ein Menschenleben auf dem Spiel steht. Ruhe! Hier wollen Leute schlafen. Halt die Fresse. Ich muss anders hineinkommen. Okay. Zum Dachboden? Hä? Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Ein schwarzes Brett. Vielleicht finden wir da einen Hinweis. Nachrichten für die Mieter. Oh, beim ersten Hingucken habe ich das hier übersehen. Zur Kenntnisnahme. Die Schlüssel zum Dachboden sind wie üblich im obersten Stock beim Feuerlöscher zu finden. Aber das nicht nett ist. Vielen Dank, schwarzes Brett. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich werde keinen Schritt gehen, da ich kaum etwas sehen kann. Ach Mann. Ich habe den Schalter ertastet. Super. Eine Menge Kartons, leere Gläser und anderes Gerümpel. Ein Seil. Das brauchen wir doch garantiert gleich. Also her damit. Ein alter, massiver Kachelofen. In der Ecke ist es zu dunkel. Ich kann nichts erkennen. Er stützt das Dach. Er stützt das Dach. Er ist leer. Er ist leer. Schon klar.
eigenartig. Was gibt's hier noch so Feines? Eigenartig, dass man den Kleiderschrank und den Balken noch anvisieren kann. Es ist viel Geld drin, damit ich für die Reise genug habe. Genug Geld und meine... Alright. Hätte ja sein können, dass er da noch irgendwas rausrückt. Er ist leer. Er stützt das Dach. Das hier können wir auch nicht mehr raus. Ah, da war doch gerade was. Ah, ein Lumpen. Ja, damit. Muss ich halt alles jetzt durchgehen. Er ist ganz staubig. Hier sind Backsteine. Der Kleiderschrank wird von einigen Backsteinen gestützt. Weg mit denen. Eins A. Stimmt, kommen jetzt etwas wieder. Ist in ein Loch zwischen den Dielen gerollt. Autsch! Mist, ein Nagel. Ganz vorsichtig. Ja, verletze sie nicht. Okay, was ist das denn? Eine Murmel. In ihr leuchtet etwas wunderschön. Hört erstmal weiter. Ein mit Staub bedecktes Fenster. Haha. Ich wickle mir den Lumpen um die Hand, damit ich mich nicht schneide. Ich hätte eher gedacht, dass du jetzt sauber machst, um zu gucken, was dahinter ist, aber das geht auch. Ich sollte die restlichen Scherben entfernen. Nochmal, weil es so schön war. So. Kein Glas mehr da. Kein Glas mehr da. Ich werde mal etwas versuchen. Du arme Sau. Dann runter mit dir. Was war das? Okay, hier war eindeutig jemand. Was ist passiert? Ich habe furchtbares Schädeldröhnen. Ich fühle mich nicht wirklich wohl hierbei. Und was hat dieses ganze Durcheinander zu bedeuten? Na, daran kannst du raten, Sherlock. Er bekommt kein Signal. Ja, da hat er die Besuch von einige jemanden, leere Blätter und eine war. Halbvolle Tasse Kaffee. Nein, nein, nein. Nicht die Wohnung verlassen, mein Bruder. Wir sind hier noch nicht fertig.
Ich habe keine Zeit, diese Bücher durchzusehen. Sicher. Vielleicht hat jemand versucht, auf die Daten zuzugreifen. Allerdings scheint der Versuch erfolglos gewesen zu sein. Das ist doch schön. Allerdings wird unser Versuch auch erfolglos sein, da wir das Passwort nicht haben. Na gut, schauen wir mal die Tür. Oh, fuck. Oh mein Gott. Sie ist tot. Was ist hier bloß passiert? Ich würde mal sagen, man hatte die Pulsadern. Warum wurde sie umgebracht? Was konnte sie gewusst haben, das so wichtig ist? Du stehst gerade in ihrem Blut, mein Guter, nur zur Info. Ihr Fell glänzt seidig. Ja, wie die Katze lebt noch. Auf dem Halsband steht Felix. Tja, Miss Barbara. Tut mir sehr leid für Sie. Felix. Fassen wir es mal. Okay, dann nicht. Hätte ja sein können. Wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Am unteren Rand klebt etwas Blut. Der Mörder muss sich hier die Hände gewaschen haben. Schauen wir mal die Handtasche. Ich sehe mal hinein. Barboras Ausweis. Barbora Kanska. ID 87, Städtisches Zentralarchiv. Mhm. Computer ist das Einzige, was wir noch nicht geschafft haben. Schade. Ich konnte nicht länger warten. Jemand weiß alles. Der Professor wird Ihnen mitteilen, wo ich wohne. Kommen Sie dorthin. Ich hoffe, dass Sie diese Nachricht finden werden, Barbora. Leider war es zu spät. In ihr leuchtet etwas wunderschön. Dieser Ausweis ist auf Barbora Kanska ausgestellt. Mein Handy. Schon klar. Schon kann ich etwa schon abhauen? Ich kann nicht gehen. Alright. Ohne guten Grund gehe ich nicht noch einmal auf den Sims. Einmal weiß ja nie. Ja, vielleicht hat die Katze ja noch irgendeinen Hinweis. Oder auch nicht. Toll. 1A. Dieser Ausweis ist auf Bar...
Oder vielleicht Nibiru? Mal gucken. Schade. Wäre auch zu offensichtlich.